Ich habe viele Freunde durch AIDS verloren. Das ist ein Horror, ist das. Wenn du den da liegen siehst und, ja, wie soll ich das sagen, andere gehen da mit einer lächelnden Miene hin und war ein guter Freund und du siehst ihn dann da und musst ihn dann nachher dann da unten hinbringen. Das ist Horror, ist das. Das tut weh. Oder wenn du jemanden siehst, der sich selber zugrunde richtet, weil er nicht mehr will oder so. Gibt ja auch einige, die keinen Bock mehr haben. Denen ist das dann scheißegal. Den hörst du nachher nur noch, ich bin jetzt gestorben und fertig. Habe ich auch schon welche gehabt. Dann machen sie so Saufen und so weiter und dann Drogen noch nehmen. Das ist alles egal. Und das ist ja nicht das, was man will. Ne? Tja, was will man machen? Jeder ist seiner Glückes Schmied, sag ich immer. Ich versuche nur zu helfen, mehr kann ich nicht machen. Ich bin der Martin Wellmann. Komme hier aus Osnabrück und bin 55 Jahre jung. Ja, du lachst so. Sehe ich nicht nur aus. Dankeschön fürs Kompliment. Und ja, ich bin der Gründer vom Safer Sex Team hier aus Osnabrück. Und das hat angefangen oben auf Sylt. Da habe ich dann auch Präventionsarbeiten mitgemacht, auch mit dem Safer Sex Team, was es da damals gab von der Insel für Sylt. Da habe ich gesagt, was die da können, kann ich hier in Osnabrück auch. Habe dann als Privataktivist hier in Osnabrück 2000 angefangen damit. Mit so einem kleinen Stand, erstmal auf den Partys und so weiter. Und in Diskotheken, Clubs und so weiter. Bin auch als Mr. YMCA vor 2.000, 3.000 Leuten aufgetreten. Ob das hier in Orlando war oder ich war in der Aura Eppenbüren, ich war im Media Hall Melde und so weiter. Herford, Go Park, wir waren ja überall. Hatte vier Tänzer dabei und dann YMCA performt. Es war ein Traum. Und so kann man auch AIDS-Prävention machen, indem man die Leute versucht, mit Musik zu bekommen. Und das versuche ich ja jetzt mit dem Hotte Schlemmer ja genauso. Ich verbinde das eine mit dem anderen. Das heißt, ich mache ja auch so Veranstaltungen, wo ich dann halt eine Spende kriege und das dann dem Verein Safer Sex Team spende halt. Ne? Weil ich brauche es nicht. Ich versuche, den Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Das ist mein Ziel. Mehr will ich nicht. Ich bin nach Osnabrück gezogen, wegen UPS. Hab da als UPS-Fahrer gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht nebenbei. So, als das nicht mehr lief, habe ich dann angefangen, Fensterputzer zu machen. Das war das Schönste. 10 Jahre lang habe ich das gemacht. Hatte 200 Kunden mir aufgebaut, aus dem Nichts. Hatte sehr viele ältere Herrschaften und die freuten sich immer, wenn ich kam. Gerade Weihnachten, da hatte ich so ein Seniorenheim. Da war das immer Partytime im Altenheim, war das, wenn ich dann kam. Ne? Weihnachten wurde dann gekuschelt und es hat immer Spaß gemacht. Dann, wie gesagt, den Hotte Schlemmer immer so zwischendurch gemacht. Es hat auch durch einen guten Freund angefangen, da mal Karneval. Er ist als Oma gegangen, ich als Hotte Schlemmer, weil klappte irgendwie gut. Ist eingeschlagen wie eine Bombe und seitdem mache ich das, habe meinen Spaß daran. Ja, 2004 haben wir die erste große Schleife auf Nikolaiort gemacht, weil wir haben gesagt, nicht nur drüber reden, sondern tun. Tun heißt Tag und Nacht nicht unnötig trödeln. Verstehst du, ne? Und gesagt, getan, schwuppdiwupp war das Kind geboren. War eine viel Lauferei, viel Rennerei, viel Organisieren, weil man hatte keine Kohle. Wir machen das alles ehrenamtlich, haben keine Gelder, keine öffentlichen Gelder. Wir hatten dann mal die Idee, wegen der großen Schleife, hatte ich dann auch gesagt, bislang war das immer, ich habe mal gehört, das war irgendwo hier mal irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, nicht kleckern, klotzen. Dann machen wir es richtig groß. Da sind wir mit 25 Meter AIDS-Schleife angefangen. Und jetzt sind wir bei 70 Metern AIDS-Schleife angekommen. Und mal gucken, wie es nächstes Jahr dann halt wird. Ne? Abwarten. So, jetzt haben wir alles durch, jetzt ist Feierabend. So, wie war ich? Gut.